Seit 12 Tagen brennt das olympische Jugendfeuer im Herzen von Singapur. Gegen 21 Uhr Ortszeit wird sie erlischen vor der Skyline an der Marina Bay. Jack Rogge, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees und Initiator der Jugendspiele, zeigte sich auf der Abschlusspressekonferenz mit der Premiere vollends zufrieden. Das IOC ist höchst erfreut über diese Olympischen Jugendspiele. Ich muss den Verantwortlichen von Singapur meine Anerkennung zollen für die Qualität der Organisation. Sie haben dies hier in nur etwas mehr als 2 Jahren bewerkstelligt. Das ist wirklich außergewöhnlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Spiele trotzdem einen Umfang von 25-30% von den traditionellen Spielen haben. Auch die sportlichen Leistungen waren auf Weltklasseniveau. Japanerin Yuka Sato trug sich mit ihrem Triathlon-Gold als erste Jugend-Olympiasiegerin in die Geschichtsbücher ein. Rudererin Judith Sievers holte für Deutschland das erste, der Kölner Boxer Arthur Brill das vierte und letzte Gold. Doch für den Chef der Mission, Ulf Tippelt, hat das ganze Team gewonnen. Die nehmen Erfahrungen mit, die ihnen auf dem gesamten weiteren Weg helfen werden, und sie nehmen vor allen Dingen auch viel Motivation mit, bei den großen Olympischen Spielen dann wirklich dabei zu sein. Und ich habe keinen erlebt, der nicht gesagt hat, also das war für mich jetzt nochmal ein Ansporn, um wirklich dann bei Olympia mal an den Start zu gehen. DOSB-Präsident Thomas Bach gerät geradezu ins Schwärmen mit Blick auf die zurückliegenden 2 Wochen in Singapur. Es war beeindruckend zu sehen, wie die Athleten ja mannschaftsübergreifend miteinander umgegangen sind, wie das olympische Dorf wirklich vibriert hat von diesem Gemeinschaftserlebnis jugendlicher Athleten. Wenn man so etwas erlebt, da geht einem das olympische Herz auf. Nach der Schlussfeier bleibt den jungen Olympioniken noch eine letzte Nacht im olympischen Dorf, um das Erlebte und Erreichte zu feiern und sich zu verabschieden von den ersten Olympischen Jugendspielen der Geschichte. Musik